Ich muss Ihnen natürlich auch die Frage stellen, Sie haben ja nicht nur viele Jahre Erfahrung im Europäischen Parlament, Sie haben auch einige Jahre Erfahrung im österreichischen Nationalrat. Der Misstrauensantrag, der wird kommen. Wie sehen Sie das? Ein notwendiges Mittel und würden Sie zustimmen? Ich kann nur sagen, der Bundespräsident hat die Eleganz und Schönheit der Verfassung gerühmt, der Bundesverfassung. Ich sage zu Recht, und diese Bundesverfassung in all ihrer Eleganz und Schönheit stellt dem Parlament eine einzige Frage. Und wie wäre es, in einer sehr kritischen Zeit einmal Zuflucht zur Wahrheit zu nehmen? Die Frage, die dem Parlament gestellt ist, ob die Mehrheit dieses Hohen Hauses dem Bundeskanzler Sebastian Kurz vertraut oder nicht. Und darauf kann man doch wahrheitsgemäß antworten. Ich bin sicher, dass die Mehrheit des Parlaments diesem Bundeskanzler nicht vertraut, weil er der Hauptverantwortliche des Scheiterns dieser Regierung ist. Und eine Staatskrise wäre das damit aber nicht, weil das sowieso alles Nein. in der von Ihnen erwähnten Verfassung geregelt ist, oder? Nein, weil da gilt die Schönheit und die Eleganz der Verfassung. Sie hat alle ihre Verfahren. Und wissen Sie, ich erinnere mal an Churchill. Der sagte uns, was Demokratie heißt, in ganz einfachen Worten. Demokratie ist das Recht, seine Regierung in die Wüste zu schicken. Und nur, dass wir dieses Kernrecht der Demokratie ausüben, stürzt uns in keine Krise, sondern öffnet den Raum für eine neue demokratischere Republik. Eine kurze Schlussfrage noch. Es sind mehrere Namen gefallen, falls dieser Misstrauensantrag durchgeht, unter anderem von Ihrem langjährigen Parteikollegen Kogler. Franz Fischler oder Heinz Fischer, denkbare Vorschläge, um notfalls einzuspringen? Ich habe schon, glaube ich, in Ihrer Elefantenrunde ihm zugerufen, das ist ein schöner Vorschlag. Das ist eine... Ich bin gegen Sachverständigen- oder Beamtenregierungen. Dazu muss man nur den Unterschied zwischen Administration und Politik ein bisschen besser verstehen. Ich glaube, wir brauchen Personen, die in allen Lagern, Persönlichkeiten, die in allen Lagern anerkannt sind. Und ich wüsste nicht viele, die das so erfüllen wie Herr Fischler.